Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Castle Crush mit Winfried. Ja, endlich ist es wieder soweit. Hätte mich schon fast verhaspelt. Also, es gibt neue Informationen. Es gibt Informationen zum Android-Release. Ich habe schon auch wirklich einige richtige Informationen im Internet dazu gelesen. Allerdings auch schon viele falsche. Deswegen hört genau zu. Hört genau zu, was ich euch jetzt sage. Also, es wurde schon released für Android, allerdings erst in ein paar ausgewählten Ländern. Das nennt man auch Soft Launch. Und ich habe dem Entwickler auch direkt mal geschrieben, wie sieht's aus, könnt ihr mir mal ein paar Informationen geben, und sie sagen, das ist natürlich eine gängige Praxis in der Gaming-Branche, dass man das so macht. Man will erst mal gucken, wie halten die Server das aus, wo sind Bugs und so weiter, deswegen release man es erstmal nur in ausgewählten Ländern, damit man auch nicht sofort die Server und alles überfordert, um erstmal die Bugs rauszufiltern. Denn sie sagen auch selber, es sind viele Android-Geräte natürlich und es warten natürlich viele Spieler darauf, das Spiel zu zocken. Deswegen, also, es gibt schon eine APK zum Spiel, aber ich rate euch, ich habe sie ausprobiert, ich rate euch, ladet sie euch nicht. Zum einen ist sie sehr fehlerhaft und zum anderen sieht sie auch noch scheiße aus teilweise, weil es ist wie gesagt nur eine Beta. Es ist eine Beta, es sieht noch nicht so aus, wie es vielleicht aussehen soll. Es ist bei mir abgestürzt, ich blende euch die Bilder auch mal ein dazu, also, sie haben ja auch gesagt, der Release ist ganz, ganz nah. Der ist ganz nah. Ich weiß nicht mehr, wie lange es da dauert. Es kann eigentlich nur noch ein paar Tage sein, maximal. Sie testen es gerade halt aus. Und wie gesagt, geduldet euch noch. Ich würde die APK an eurer Stelle nicht laden. Ich würde wirklich warten, bis es soweit ist, bis ihr es dann offiziell laden könnt in eurem Play Store. Und dann werden wir mal gucken. Da werden wir auf jeden Fall noch viel Spaß haben. Werden noch vielleicht einen eigenen Clan gründen und so weiter und so fort. Also, ich freue mich schon. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, mit euch zu spielen. Und ich habe, wie gesagt, das hier ist ja jetzt nicht mein Beruf. Und naja, durch Arbeit, durch Privates, durch vor allem Clash of Clans, kam ich halt zuletzt nicht so dazu, so viel aufzunehmen bei Castle Crush. Tut mir leid, dass ich das so ein bisschen vernachlässigt habe. Will es jetzt mal wieder so ein bisschen in Angriff nehmen, dadurch, dass ich hier aktuell auch gar nicht mehr so viel Clash Royale aufnehme. Ist da noch ein bisschen Platz, würde ich mal sagen. Den füllen wir dann noch ein bisschen mit ein bisschen Castle Crush aus oder so. Ja, mal gucken. Wir werden schon eine gesunde Balance finden zwischen Clash of Clans, Clash Royale und Castle Crush. Da bin ich auf jeden Fall überzeugt. Und wenn ihr mehr Castle Crush sehen wollt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Da freue ich mich drüber, freue ich mich über jeden Like, über jeden Kommentar. Und wie gesagt, ich würde es nochmal zusammenfassen für euch. Es ist aktuell Soft Launch, also Soft Release. Es ist aktuell nur in ein paar ausgewählten Ländern rausgebracht worden. Die APK ist auch nur eine Beta-Version, sie ist fehlerhaft. Ich würde sie nicht installieren. Und ja, wartet noch ab. Wie gesagt, es ist kurz vor knapp. Es ist wirklich kurz vor knapp. Es kann nicht mehr lange dauern, dann können wir alle zusammen spielen. Und ich würde sagen, dann wartet doch noch diese paar Tage ab und dann haben wir alle Spaß und können alle zusammen spielen. Deswegen wollte ich das Video heute noch eben rauskloppen, um das noch ein bisschen mal, um ein bisschen noch zu informieren darüber. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon bei anderen gesehen. Weiß ich jetzt nicht genau, ob da alle Informationen da sind oder ob ich vielleicht auch Informationen vergessen habe, die woanders noch da sind. Das weiß ich natürlich nicht, Leute. Und jetzt gucken wir noch auf mein Kämpfchen gegen den Elderman von MDR. Das war mal ein Kampf, muss ich wirklich sagen. Ich habe aktuell wirklich nicht mehr so viel gespielt, aber das war einer der Kämpfe, wo ich sagen muss, der hat richtig Spaß gemacht. Drei Eier hat der! Drei Eier und die sind auch noch, zwei davon sind auch noch jetzt, ja gut, eins ist geschlüpft, dann habe ich noch mit dem Blitz was weggemacht und habe ich sogar noch einen Smiley, an den Kopf gehauen. Ah, ich freue mich schon echt drauf, also vor allem aufnehmen technisch freue ich mich schon auf Android, weil dann kann ich endlich richtig gescheit am PC aufnehmen mit dem Emulator, da freue ich mich schon drauf. Und ja, gegen den Elderman hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich bin natürlich noch voll tief mit den Pokalen. Ich habe ja wie gesagt kaum gespielt. Gibt da einige Änderungen natürlich bei der Siegeskiste und so weiter. Aber wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich weiß, viele von euch haben es noch nicht gespielt. Aber es ist bald soweit. Bald können wir alle zusammen spielen. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, den Kampf hier habe ich auf jeden Fall gewonnen. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Gucken, was ich morgen mache. Also bleibt dabei. Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis morgen. Tschüss.